Tucker, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Der Prozess gegen den Rebellenspion im Fall des Brotskandals. Schneller! Sie brauchen Verstärkung! Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Ja. Ich habe damit gar nichts zu tun. Alles gut. Hallo. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Zerek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Zerek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Lehrer von Pike, Verräter 10. Informationen für Gorak aufheben wäre schon besser, oder? Wen finden wir denn cooler? Crimson Dawn oder die Pikes? Könnten halt Geld dafür kriegen, ne? Weil was wollen die mit der Information dann halt? Crimson Dawn will doch, glaube ich, ans Gebiet von den Pikes. Das heißt, die würden das ja befürworten und Gorak ein bisschen fertig machen. Aber das... glaube ich, ein Problem, weil wenn Gorak ein Problem fürs Imperium ist, dann auch besser für uns. Für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix. Hey, wo willst du denn hin? Kommen wir da jetzt einfach hin? Lol. Okay. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht rauswerfen sollte. Weil ich Informationen für dich habe. Jemand will dich verraten. Ein Typ namens Tislak Shah. Ich habe ein Holo von einem Gespräch von ihm mit Gouverneur Torden entschlüsselt. Und wo hast du das her, wenn ich fragen darf? Das, lag so rum. Mutig. Ich wusste, dass er irgendwas plant. Aber meine Leute konnten die Nachrichten nicht entschlüsseln. Offenbar bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Super. Danke. Und jetzt raus. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Der Ruf bei den Pikes ist... Oh, sogar schon gut. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Zeit. Keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. War schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten.
Ja, machen wir das jetzt auch wirklich? Können ja erstmal die Quest verfolgen. Wir können aber auch jetzt erstmal mit Danka reden. Also, Danka, hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich hab einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Okay, machen wir das. Veriks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Jut, 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 dann können wir auch wieder auf den Speeder. Hab ich Bock drauf. So, können wir hier erst nochmal was verkaufen eigentlich, ne? Müsste hier oben sein. Und hier ist auch irgendwie so ein Waffending. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist der Händler. Hallo. Verkaufen. Kann bedenkenlos verkauft werden. Alles hier. Ah, nicht alles. Aber das. Aber auch das. Das. War das Goraks Ring? Oh mein Gott, ich Idiot. Das war dumm. Ich habe nur auf das untere geachtet. Kann ich mir den Ring von Gorak zurückkaufen? Ja. Oh, gut. Okay, das können wir für irgendwas benutzen. Den Orichalk-Ring können wir bedingungslos verkaufen. Und sogar mehrere von. Das Sölle. Dann haben wir wieder ein bisschen Kredits. Oh. Wie es aussieht, sind Ihre Dokumente abgelaufen. Hm. Was? Unmöglich. Ich habe sie erst verlängern lassen. Das ist nicht mein Problem. Aber für ein paar Kredits könnte ich das übersehen. Ich bitte Sie, ich habe nicht genug. Hey, habt ihr nicht eine Galaxis zu beschützen oder sowas? Bist du dir sicher, dass du dich hier einmischen willst, Kleine? Kontakte nutzen. Mal Freischaltbedingungen prüfen. Ah, okay, das ist jetzt dadurch, dass wir mit Gorak gut sind. Weiß noch nicht, ob das begrenzt ist, wie viel wir so Kontakte nutzen können. Wir machen es einfach mal. Den Pikes gefällt es sicher nicht, dass du auf ihrem Gebiet Händler ausnimmst. Willst du mich etwa verpetzen? Ich habe tatsächlich Goraks Kontakt. Soll ich es dir zeigen? PT969, richtig? Ach, weißt du was? Vergiss es. Das ist Zeitverschwendung. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist ganz gut. Ich habe Angst vor dem Imperium. Aha. Wie wär's mit einem Rabatt oder so? Mhm. Aber ja, ja, natürlich. Danke nochmal. Kann ich mir vielleicht irgendwas Cooles schon kaufen? Für Verbesserung irgendein Stuff. Bacta-Fiolen zum Heilen. Boah, ja gut, bisher ist das eher alles noch zu komplex für mich gerade. So, wir können jetzt aber auch schon irgendwo hier hin zu dem Ding da. Bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich habe gehört, dass du kommst. Willkommen. Okay. Partikelbeschleuniger zur Verbesserung des Blasters. Was brauchen wir denn davon dann jetzt? Eine der Komponenten für den Bau des Ionenblaster-Moduls. Okay. Reicht erstmal, oder? Toll. Und, hast du ein paar Ionengehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, alles klar. Ich brauche was Inoffizielles für meinen Blaster. Das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Okay. Crimson Dawn oder Pikes ist jetzt die Frage. Können wir nicht einfach bei den Pikes jetzt sagen, yo, hier Gorak, Kollege,
Wir sind jetzt richtig gute Freunde. Gönn mal. Also, weil wir jetzt mit Pikes ganz gut stehen, würde ich es jetzt ungern wieder verschlechtern. Es wäre natürlich dann wieder neutraler vielleicht, aber... Also, ich meine, wir können uns ja einfach nicht erwischen lassen, ne? Hi. Kannst du das da einfach jetzt klauen schon? Hol die Beute. Sehr gut. Moment, halt. Das ist eine Granate, verdammt. Die Granate kann ich jetzt nicht benutzen. Wie komme ich denn hier durch, Leute? Darf ich hier durch? Lass das sein! Ich bin nur auf der Durchreise. Die ist voll lebensmüde. Müssen wir uns wohl drumherum schleichen. Und da haben wir doch direkt was. Hey, Wacker. Wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blasterteile? Ich hab gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Na, nicht in die Richtung, ne? Digga, wie machen wir die denn jetzt alle weg? Ach du Scheiße. Jag das Fass hoch. Aber pass auf. Ja, können wir sie vielleicht erstmal mit ablenken? Juckt die nicht. Ernsthaft. Wir können ja doch mal hier lang gehen. Ach, euch juckt schon wieder nicht, dass ich hier bin. Nicht ablenken. Oh mein Gott, mach die Tür auf. Fiese Viecher. Zurück am Werk. Du sollst die Tür öffnen. Hast du was, Kleiner? Das hier ist gut, dich juckt nicht, dass ich hier bin, das ist schön. Gut. Ich glaube, wir sind hier auf einem ganz guten Weg, oder? Hier geht's nicht weiter. Verdammt. Ah, warte mal. Doch. Vielleicht. Oh, wir sind nur ein paar Meter entfernt. Jetzt distanzieren wir uns zwar gerade wieder, aber... Oh lol, wir wären auch so hinter die gekommen schon. Na gut, aber es ist ja so schon mal richtig. Nur kommen wir so halt leider nicht den Dingern näher, ne? Okay. Ich zeig mir mal die Dinge.
sie abzulenken, Nix. Ach du Scheiße, wir müssen da hinten hin, weil da... Oh Gott. Nix, es ist Showtime. Scheiße. Hol sie dir, Kumpel. Jetzt haben mich natürlich viele so ein bisschen bemerkt. Das sind viele. Hol sie dir, Kumpel. Ganz schnell weg hier. Ich muss ja nur an denen vorbei, ich Idiot. Komm schon, schnell, 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 schnell. Verdammt! Ah, das hätte klappen können, wenn ich schneller da hingegangen wäre, ne? Na gut, jetzt weiß ich's. Ich kann da lang. Na, wobei. Lass mich nochmal hier hoch, bitte. Halt das unten, Nix. No, geht doch. Oh! Ich glaube, hier können wir immer noch entdeckt werden, ne? Es ist nur ein Shortcut. Können wir jetzt einfach die Leiter hier runter? Ist das so die beste Idee, das zu machen? Ich glaube, es ist einfach klüger jetzt. Das muss der Unterschlupf sein. Hier sehr elegant runterzuspringen und so weiter. Ein Jockey von Candrila wurde dafür bezahlt, das nächste Rennen zu manipulieren. Er sagt, er hätte alles geregelt, also wissen wir, auf wen wir setzen müssen. Mhm. Interessant. Die Info können wir dann vielleicht auch weiterverkaufen oder so. Hey, das dürfte passen. Deine Info war Gold wert. Ich hab das Teil. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist das netter, bequemer. Na gut. So. Wir müssen, denke ich mal, doch das Tor hier ausschalten, oder? Das müsste auch hoffentlich hiermit auch gehen. Machen wir mal so, so, so. Nice, das ist richtig. Das heißt, das muss als zweites dann... Gut. Achso, warte mal. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Woher zur Hölle kriegen wir diese Schlüsselkarte? Ah. Wir hätten die Leiter auch erst ausklappen müssen, alles klar. Ah, warte mal. Schlüsselkarte.
kriegen wir irgendwo her, oder was? Und in ihrem Lager versteckt. Aber ist die... Nee, das ist doch nicht dieselbe Schlüsselkarte, die gerade gemeint ist, oder? Warte mal. Safis Tresorraum Schlüsselkarte. Und 3 Stück, um das Ding zu öffnen. Ach so, jetzt checke ich das auch erstmal. Das, was uns Waka gerade gesagt hat, das ist dann da, das müssen wir da suchen oder was? Als ob wir jetzt, so weit müssen. Oder wo sind wir gerade? Bin gerade hier. Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber Junge, die Map ist ganz schön groß. Heißt im Grunde, wir müssen hier wieder weg. Doch, 2,4 Kilometer, Werkstatt der Schiffsdiebe. Ach komm, Alter. Und dann müssen wir wieder komplett hier rein. Ach du Scheiße. Aua. Also in der Hoffnung, dass die nicht respawnen. Ja, viel zu tun. Hol sie dir, Kumpel. Jetzt check ich's. Der Typ ist auch nur ein Verkäufer. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt alle genockt bleiben. Oder, dass wir halt dann später hier easy wieder reinkommen, wenn ich möchte. Wäre schon sehr, sehr praktisch. Weil wir müssen jetzt hier ja scheinbar erstmal raus. Kann ja witzig werden, noch alles, Alter. Und das nur, um dann letztlich wieder einen Auftrag zu erfüllen. Wenn wir denn dann diese Blaster-Dings da haben. Datenblock lesen. Trellum, wenn du es hier als Plünderer zu was bringen willst, musst du über alles Bescheid wissen. Blasterteile, das Imperium hortet die meisten davon. Wenn du also nicht in eine imperiale Anlage einbrechen willst, kommst du in dem Geschäft nicht weit. Gleiterteile, die Syndikate beherrschen diesen Markt. Entweder machst du dir da ein paar Freunde oder du brichst in ihre Reviere und Bezirke ein. Schiffsteile, gegen die Konkurrenz hier hast du keine Chance, einen Schiffswrack als erster zu erreichen. Also geh entweder in ein Piratenlager und bestiehl andere Plünderer oder flieg raus ins All und such dir einen Wrack. Und um der Leere willen, besorg dir neue Klamotten. Dein altes Bauernhemd riecht nach Robumba. Robumba? Du findest Schneiderei, Zubehör auf den Märkten in der Stadt oder in Siedlungen. Pass auf dich auf und enttäusch mich nicht. Ref Barabo. Alles klar, du. So, dann weg hier. So, aber hier müsste mein Gleiter gleich wieder sein, oder? Mein Speeder, wie auch mal. Ach du Scheiße, wo habe ich das Ding denn geparkt, Alter? Da oben? Ach, warte mal. Ich kann Z drücken, dann fährt das Ding zu mir. Geil. Mit C kann ich mich umsehen, alles klar. Dann sind wir gemachte Leute.